Seid gegrüßt zu einem neuen Video von mir und zwar zu einer Quick-Tip-Review. Ich habe vor einigen Wochen ein Buch von Essence zugeschickt bekommen, das ich mittlerweile natürlich schon durchgestöbert habe und euch deshalb vorstellen möchte. Es handelt sich hierbei um das Styling-Buch von Katharina Geiselhardt in Kooperation mit Essence, wie gerade schon erwähnt. Und ihr bekommt das Buch in der ganz normalen Buchhandlung eurer Wahl, also zum Beispiel bei Thalia oder Weltbild und so weiter und so fort, für 8,95 €. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr angemessener Preis. Gerade so als Schminkanfänger, wenn man Taschengeld oder so einteilen muss, ist das, finde ich, ganz, ganz toll. Und ja, dieses Buch schon allein von der Optik, ihr könnt es sehen, total mädchenhaft, stylisch. Das ist richtig toll hier gemacht mit Lippenstiften und Lidschattenpaletten. Und also ich finde die Optik wirklich ansprechend. Und das ist hier so schön eingebunden. Ja, also wie gesagt, dieses Stylingbuch bekommt ihr jetzt im Buchhandel und ich lese euch gerade mal vor, was hier hinten drauf steht. Also das sind Schritt für Schritt Anleitungen mit vielen Bildern und die zeigen dir ganz einfach, wie du einen Look nachmachen kannst, was ich sehr, sehr toll finde, gerade wie gesagt schon eben als Schminkanfänger. Alles, was du über Hautpflege und Make-up wissen solltest, wird dir ausführlich erklärt. Auch das ist natürlich immer die Grundlage, gerade so die Pflege an sich bereitet dir natürlich das Make-up so, die Haltbarkeit natürlich vor. Und Do-it-yourself-Seiten nach jedem Look zeigen dir aktuelle Trends zum Selbermachen und mit persönlichen Tipps von Cosma inklusive Beiträge angesagter Blogger. Genau, das ist auch nur so ein Punkt. Und zwar sind da auch viele YouTuber oder Blogger an sich vertreten, die verschiedene Themen hier so ansprechen. Und ich habe mir das durchgelesen und ich finde das eine klasse Sache einfach deshalb, weil zu meiner Zeit gab es zum Beispiel, also in meiner Anfangs-Schminkzeit, so Teenagerzeit, gab es kein YouTube, also irgendwelche Schminktipps konnte man sich sozusagen abschminken und solche Schminkbücher, Stylingbücher, Tipps waren super teuer, also das konnte man sich definitiv nicht leisten in dem Alter, wie ich fand und ich finde das klasse, also ich hätte mich auf jeden Fall gefreut und ich muss sagen, jetzt persönlich, ich bin ja schon ein paar Tage älter jetzt mittlerweile, finde es trotzdem sehr, sehr hilfreich. Also ich habe mir das durchgelesen und ich finde es auch immer so praktisch, wenn man mal so ein Buch hier in der Hand hat, wo man mal auch schnell nachschlagen kann. Gerade jetzt so Themen, die man als Anfänger im Prinzip jetzt nicht so weiß, sage ich mal, wie konturieren oder so oder highlighten. Das habe ich persönlich am Anfang wirklich nicht gemacht. Ich habe vielleicht mal so ein bisschen Lidschattenmascara oder irgendwie so einen Lippenstift vielleicht mal so aufgetragen, aber Blush vielleicht noch, aber so speziellere Sachen nicht und hier bekommt ihr wirklich Schritt für Schritt die Anleitung und es fängt auch wirklich klasse an. Hier ist das Inhaltsverzeichnis, da könnt ihr einfach gucken, ja, wie gesagt, die Pflege, welche Pflege ist für euch geeignet und ja, je nachdem, welcher Hauttyp ihr seid, welche Haut ihr habt, fettige Haut, Mischhaut und so weiter, ganz, ganz viele wertvolle Tipps, die man hier bekommt oder ja, wie man sein Gesicht konturieren soll, je nachdem, welche Form des Gesichtes man hat. Solche Tipps, wo mich auch viele Mädels nachfragen. Ich bin natürlich kein Make-up-Artist oder irgendwie irgendwas in der Richtung. Wie gesagt, ich habe mir das irgendwann im Laufe der Jahre angeeignet und deswegen finde ich so ein Buch als Anleitung echt, echt hilfreich. Ihr bekommt auch ganz, ganz andere Tipps. Also wie gesagt, hier könnt ihr euch Schminktipps rausziehen, wie man Smoky Eyes schminkt zum Beispiel. Oder auch die Lippenpflege an sich, wie die aussehen sollte, welche Farben euch stehen, solche Tipps im Allgemeinen. Und zum Beispiel auch jetzt Hände und Nägel oder so, welche Form man sich feilen kann und welche Pflegetipps wichtig sind. Dann, was haben wir hier noch alles? Wie gesagt, ja, Frisuren haben wir hier auch noch, Frisuren-Tipps. Und ja, was euch stehen könnte, da könnt ihr wirklich stöbern, durchlesen, alles, was ihr wissen müsst. Basic-Anleitung steht hier drinnen und auch hier so, ja, wie soll ich sagen, andere Tipps, wie zum Beispiel
sei du selbst und strahle. Also ja, dass man einfach so ein bisschen selbstbewusst ja, in die Öffentlichkeit geht. Gerade jetzt so in der Teenagerzeit ist es manchmal so eine Selbstfindungsphase, war bei mir jedenfalls auch der Fall. Und ja, da ist man dann so ein bisschen verunsichert und da stehen auch wirklich solche Tipps mit drinnen. Und dann haben wir hier auch noch ganz, ganz viel Fashion-Looks und so weiter und so fort. Und wie gesagt, diese ganzen Make-up-Styles, was ihr vielleicht nachschminken könnt, was vielleicht super interessant für euch ist. Und was ich auch immer ganz, ganz, ganz toll finde, ist, ihr bekommt die Sachen natürlich zum Nachschminken von Essence auch ganz, ganz günstig in der Drogerie. Also da könnt ihr euch mal so einen Schwung holen. Ihr lest euch das durch und kauft euch das mal. Probiert das mal aus, testet das mal. Und ja, wie gesagt, hier auch ganz viele tolle Blogger, Do-It-Yourselfs und so weiter und so fort. Also ich war echt eine Zeit lang dran gesessen an diesem Buch und habe mir das durchgelesen. Da sind super viele hilfreiche Tipps mit dabei. Wie gesagt, auch ich persönlich finde es heute noch sehr hilfreich, was da alles drin steht. Und das eine oder andere habe selbst ich noch nicht gewusst. Also wie gesagt, ich habe mir das alles so im Laufe der Jahre angeeignet und deswegen finde ich auch mal so ein kompaktes Buch mit allen Informationen, allen ersten Schritten und auch so ein bisschen tiefgehenderen Schritten, was Make-up und Fashion und so weiter und so fort angeht, sehr, sehr hilfreich und kann euch das deshalb empfehlen. Wie gesagt, es ist super günstig. Zu meiner Zeit gab es so ein Buch für so einen Preis überhaupt nicht. Ich hätte mich wahnsinnig gefreut und ich finde es auch jetzt persönlich, wie gesagt, gut, dass ich da einfach mal drin stöbern kann, mal was nachschlagen kann, wenn mich mal was ja, Spezielleres interessiert, wie zum Beispiel welchen Lippenstift zu welcher Hautfarbe. Das finde ich auch immer toll. Ich persönlich trage immer alles querbeet, kunterbunt, wie es mir gerade in den Sinn kommt. Aber es gibt natürlich immer so Sachen, die sind für diesen Hauttypen besser und so weiter und so fort. Also ich finde das richtig toll gemacht von Essence. Ich finde das eine super tolle Idee. Ich finde auch die Beiträge der anderen Blogger sehr, sehr hilfreich. Also ganz viel Liebe hier in dieses Buch gesteckt. Und ja, kann euch das deshalb empfehlen, dass ihr euch das mal anguckt und anschaut und einfach mal drin stöbert. Falls euch das jetzt interessiert, ja, dann lasst mir mal euer Feedback in den Kommentaren da. Oder ihr habt es vielleicht auch schon selber gelesen. Und wie findet ihr das? Findet ihr das top oder findet ihr das flop? Das könnt ihr mir ja auch mal unten in die Kommentare reinschreiben. Und ja, ich hoffe, ihr konntet so einen kleinen Einblick in dieses tolle Stylingbuch gewinnen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns sehr, sehr gerne in meinem nächsten Video wieder. Macht's gut, meine Herzis. Bis dann. Ciao.